Escano bereitet sich auf seine Weise auf die Landung vor. Ich nahm einen Filzstift und schrieb "Gott schütze Amerika" auf meinen Handrücken. Auf meine andere Hand schrieb ich 11. September, nur um mich daran zu erinnern, warum wir da waren. Seine zweite Krisenreaktionseinheit landet in sicherer Entfernung des feindlichen Gebietes. Erst müssen sie die Männer der ersten Krisenreaktionseinheit retten, die von Al-Qaida in Schach gehalten werden. Das SEALS-Team wird immer noch schwer beschossen. Was als Spähtrupp begann, ist nun ein verzweifelter Kampf, Leben zu retten. Das zweite Krisenreaktionsteam landet 610 Meter weiter unten und ist von der Umgebung verwirrt. Es war alles komplett still. Sie kämpfen sich durch hohen Schnee den Berg hinauf, erschwert durch Waffen und Munition. Kurze Zeit später hörten wir die ersten Schüsse. Ich schaute zum Gipfel. Wir waren noch sehr weit entfernt. Es würde noch Stunden dauern, um die anderen Ranger zu erreichen, die im Schnee auf dem Gipfel von Takurga kämpfen und deren Lage sich gerade weiter verschlimmert hat. Sie werden mit Mörsergranaten beschossen. Da erst schaltete ich mental in den nächsten Gang. Ich musste schnellstens handeln. Captain Self ordert erneut Hilfe aus der Luft an. Diesmal werden sie den Feind bombardieren. Der erste Pilot dreht eine Testrunde, dann greift er an. Bei einer Geschwindigkeit von 300 Metern pro Sekunde lässt die F-15 eine 500-Pfund-Bombe fallen. Ein direkter Treffer würde das gesamte Al-Qaida-Camp auslöschen. Doch die Bombe verfehlt ihr Ziel. Beim nächsten Angriff wirft der Pilot eine weitere zwischen zwei Al-Qaida-Posten ab. Und so verfehlen sämtliche Bomben der F-15 ihr Ziel. Al-Qaida kämpft weiter. Weiter unten kämpfen sich Oscar Escano und die anderen durch den Schnee. Die Luft wird dünn. Ich war geschockt. Nach 20 Schritten war ich schon komplett fertig. Ich wusste nicht, was los war. Um das Gewicht zu reduzieren, lässt er seine Kevlar-Rückenpanzerplatten zurück, die jeweils 3 Kilogramm wiegen. Ich fühlte mich sicherer, als ich mich wieder leichter bewegen konnte. Die Panzerplatten behinderten mich. Die Männer kommen jetzt schneller voran. Plötzlich werden sie von feindlichen Mörsern beschossen. Man kann einem Mörserangriff nicht ausweichen. Vor allem nicht da, wo wir waren. Auf einem Bergkamm, der so schmal war, dass es an manchen Stellen geradewegs in den Abgrund ging. Sie sind eine leichte Beute. Ich wusste, ich will nicht sterben, konnte aber mit dem Gedanken leben. Würde einer von uns sterben, könnte das das Ende der Mission bedeuten und der Tod von uns allen. Auf Takurga hält sich das erste Krisenreaktionsteam weiter verschanzt. Corey, Lamoureux und der zweite Arzt stecken noch immer in dem abgeschossenen Chinook und versuchen, die drei Verwundeten am Leben zu halten. Ich traf eine bewusste Entscheidung. Ich wusste, der Hubschrauber war eine perfekte Zielscheibe. Ich blieb mit Jason und unseren drei Patienten im Hubschrauber und dachte, dass es zu dem Zeitpunkt ihre beste Überlebenschance war. Sie sind noch immer gefährlich leichte Beute und die medizinischen Vorräte werden knapp.
Während des Kampfes erhalten die Ranger Funksprüche aus der Predator-Drohne über ihnen. Da macht Captain Nate Self etwas Unerwartetes. Er funkt den Predator an, um zu sehen, ob Waffen an Bord sind. Das unbemannte Flugzeug wurde bisher nur für Beobachtungsflüge genutzt. Noch nie wurde damit geschossen. Die Predator-Drohne hat zwei lasergesteuerte Hellfire 100-Pfund-Raketen an Bord. Beide sind in der Lage, einzelne bewegliche Ziele am Boden anzuvisieren. Eine Rakete trifft den feindlichen Unterstand. Doch der Mörserangriff geht weiter. Die Lage war so prekär. Ich hatte zu handeln, sonst würde keiner von uns nach Hause zurückkehren. Nur 6 Ranger sind einsatzfähig. Die anderen sind entweder verwundet oder kümmern sich um Verletzte. Zwischen ihnen und dem Feind liegen nur 50 Meter Niemandsland. Die Luftangriffe scheitern. Al-Qaida ist trotz einfacher Ausstattung den Amerikanern und ihren modernen technischen Waffen überlegen. Self hat nichts zu verlieren. Er trifft eine schwerwiegende Entscheidung. Er und seine Männer werden in den feindlichen Unterstand eindringen und Al-Qaida im Nahkampf besiegen. Ich schaute nach rechts und links zu meinen Männern. Alle nickten und ich sagte, dann los. Let's go. Die Ranger klettern weiter den Hang hinauf. Wir griffen zu viert an. Keiner von uns hatte Angst. Auf halber Strecke streckte ein Al-Qaida-Kämpfer den Kopf heraus mit einem Maschinengewehr in der Hand und feuerte auf uns los. Wieder werden sie mit einer 50 Kaliber Dushka beschossen. Ich wusste, gegen das Maschinengewehr hatten wir zu viert keine Chance. Sie müssen sich zurückziehen. Für die Männer ein schwerer Schlag. Als Anführer dieser großartigen Kämpfer war es peinlich, den Angriff abbrechen zu müssen. Wir Amerikaner sind nicht wirklich gewohnt, uns verteidigen zu müssen. Wir sind sonst immer diejenigen, die angreifen. Im Luftstützpunkt Bagram verfolgt General Hagenbeck die missglückte Rettungsmission. Im Hauptquartier machten wir uns immer mehr Sorgen, während der Kampf in Eiseskälte auf dem Gipfel weiterging. Die Ranger kämpfen seit 4 Stunden. Captain Selfs Team steht vor einer Niederlage. Ich war extrem besorgt. Es war keine Lösung oder irgendein Ausweg aus dieser Situation in Sicht. Das zweite Ranger-Team kämpft sich erschöpft seit 2,5 Stunden durch Eis und Schnee. Endlich sind sie oben angekommen. Escano wird über die feindlichen Posten informiert. Die Chancen standen nicht gut. Wir waren die Verstärkung. Wären wir auf mehr unerwarteten Widerstand gestoßen, hätten wir eben härter kämpfen müssen. Escano gibt seinem Team nur eine Minute Verschnaufpause. Selfs Team ist in Gefahr. Was als Rettungsmission begann, verwandelt sich in ein lebensgefährliches Tauziehen um den Bergrücken. Mit 2 abgeschossenen Chinooks, gescheiterten Luftangriffen und einer Krisenreaktionseinheit der Army Rangers, die von Al-Qaida zurückgedrängt wurde, ist Captain Self klar, dass ihre einzige Überlebenschance darin liegt, den Unterstand einzunehmen. Doch sie sind schon einmal gescheitert. Wir schmiedeten einen sehr einfachen Plan. Er lautete, wir schießen, ihr lauft. Kurz vor dem Angriff wurde es auf feindlicher Seite sehr still. Es war niemand zu sehen. Wir hatten keine Ahnung, was sie vorhatten. Jeder, der noch stehen konnte, stand auf und fing an zu schießen. 14 Ranger greifen das Camp an.
Der Angriff begann als einzige Feuerwalze. Wir mussten eine komplett ungeschützte Fläche überwinden. Es gab keinen Felsen, keinen umgestürzten Baumstamm. Nichts. Der erste feindliche Posten ist eingenommen, die Schüsse der Duschka endlich verstummt. Der Hauptunterstand ist nur wenige Meter entfernt. Überall lagen Leichen. Ich weiß noch, da war ein Mann. Der war wie einer von uns. Wie konnte man seinen Tod rechtfertigen? Bei ihrer Durchsuchung finden sie den Mann, für den sie gekommen waren. Unter Schutt finden sie Neil Roberts Leiche. Nur wenige Meter entfernt entdecken sie seine Ausrüstung. Der Einsatz war zu jedem Zeitpunkt zu rechtfertigen. Der Feind war taktisch im Vorteil und wir waren diejenigen, die um ihr Leben kämpfen mussten. Doch Ranger Captain Seth weiß, dass der Kampf noch nicht vorbei ist. Weiter unten sind die Männer der Navy SEALs, für die sie gekommen waren, immer noch in Gefahr. Wir waren mitten in feindlichem Gebiet. Ich wusste nicht, ob wir durchhalten würden. Was würde der Feind als nächstes tun? Würden wir genug Zeit haben? Der Bergkamm muss gesichert werden. Dr. Corey Lamoureux ist überzeugt, dass die Gegend sicher ist. Er bereitet alles für eine Evakuierung vor und schafft die Verwundeten aus dem Hubschrauber. Ein paar Kugeln landeten direkt vor mir und wirbelten Schnee auf. Der nächste Hinterhalt. Ich weiß noch, ich dachte, das wird richtig übel. Bevor er reagieren kann, wird er mehrmals getroffen. Ich hatte noch nie eine Schusswunde. Es tat höllisch weh. Ich ging in die Fötusstellung. Gedanken schossen durch meinen Kopf. War ich gelähmt? Ich weiß es nicht mehr. Sein Kollege Jason Cunningham wird ebenfalls getroffen. Er wird ohnmächtig. Er verlor Blut. Wir mussten schnellstens zu ihm. Wieder sind die Ranger in ernsten Schwierigkeiten. Die Amerikaner sind auf ein Hornissennest gestoßen. US-Beobachtungsposten im Tal sichten noch mehr Al-Qaida-Truppen auf dem Berg. Sie sind den Amerikanern überlegen. Die Taktik der Feinde war beeindruckend. Zu dem Zeitpunkt waren wir zum zweiten Mal in einen Hinterhalt geraten. Gerade als die Ranger den schwer gewonnenen Kampf beendet glaubten, greift Al-Qaida zum verheerenden Gegenschlag an. Die Krise verschlimmert sich. Ein amerikanischer Chinook wird auf einem abgelegenen Bergrücken in Afghanistan abgeschossen. Das feindliche Camp wird eingenommen, doch Al-Qaida greift zum Gegenschlag an. Dr. Corey Lamoureux weiß, dass seine Überlebenschancen gering sind. Man kann eine Münze werfen. Entweder man verblutet innerlich oder nicht. Mein erster Gedanke war, das wird meine Kinder schwer treffen, denn ich wusste, ich würde sterben. Ranger Captain Nate Sell fordert erneut Hilfe aus der Luft an. Diesmal können die gut gezielten Bomben den Gegenschlag im Tal stoppen. Das feindliche Feuer hört sofort auf. Doch für wie lange?